Ja, Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zurück hier bei den Römern in die Siedler 4 der neuen Welt, Mission 5, also sozusagen der letzten Mission mit den Römern in diesem Add-on. Ja, das Übliche für Folge 2. Wir hatten in Folge 1 angefangen, unsere Siedlung aufzubauen und jetzt bauen wir sie ein bisschen aus. Haben sogar schon ein bisschen Schwerlastproduktion begonnen. Wir können jetzt eigentlich auch die dritte Kohlemine in Bau geben, denn ich möchte ja auch gleich Goldbarren produzieren. Okay, du bist hier durch. Dann guck mal, dass du noch hier oben ein bisschen fällst und du guckst mal, dass du vielleicht, keine Ahnung. Ja, so, weiß auch nicht. Beziehungsweise ganz anders, geh du mal hier irgendwie hin. Und erleuchtet der Alarm. Oh, der hat schon viel Militär da stehen, ne? Ich bin schon ein bisschen nervös, weil ich noch überhaupt nicht produziere und auch noch ein Stück weit davon weg bin. Aber es sind noch erst 30 Minuten rum. Oh, wir brauchen eine Säge. Das können wir sogar schon lösen. Tja, es liegt ja auch alles voll mit Steinen. Prächtig. Nur leider ist es das Holz ausgegangen. Aber da habe ich es auch ganz hart drauf angelegt. Was soll's. Kohle, Gold, Kohle, Gold, Eisen. Alles da in rauen Mengen. Okay. Wir werden noch... Ach komm, ich bleib hier unten. Wir werden noch zwei Kohleminen mehr bauen. Einfach weil ich es kann. Haha. Ja, nee, ist so. Weil Kohle immer der Flaschenhals war bei mir. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir 1, 2. Hier dreimal noch eine Goldproduktion reinzimmern. Da unten ging nicht. Oh ja, und die Maya sind wir ein bisschen zu nah. Was soll's. Mittlerweile ist dann auch die Kaserne fertig. Du darfst dann mal unendlich Ritter, Elite-Ritter allerdings. Das habe ich schon gesetzt hier hoch. Gut. Aber ich habe noch keine Waffenschmiede. Die könnten wir eigentlich mal auf Priorität setzen. Und du sollst das, ja, das Werkzeuglager werden. Und du findest keine Bäume mehr. Okay, dann ab in die Produktion mit dir. Du hier machst mal hier oben weiter. Und du hier, was ich mich immer mit Holzfällern aufhalte. Aber so ist das halt. Okay. Da laufen Priester rum. Nicht okay. War ja zu erwarten. Nächste Lager. Du bist Stein. Da könnt ihr jetzt ein paar abtransportieren. Also jetzt sollte alles laufen. Und haha. Ist auch so. Ich werde wahrscheinlich auch keine Spitzhacken mehr haben demnächst. Doch, zwei habe ich noch und ich baue noch 1, 2 Minen. Tja, reicht sogar. Wir könnten auch mal eine Goldmine bauen. Oh, und das große Wohnhaus ist fertig. Das ist natürlich toll. Heißt für mich aber auch im Umkehrschluss, wir bauen gleich das nächste. Und der Holzfäller hier macht einen guten Job, der nicht so ganz. Aber hey, was soll's. Der ist eh nur nice to have. Ich weiß gar nicht, ob ich den Platz hinten brauche. Vielleicht für Mana später. Oder ich kann mir auch das alles schenken. Schauen wir mal. So, wir gehen hier weiter nach links.
Hier oben wird noch nichts gebaut. Nicht so schlimm. Platz haben wir eigentlich auch, um... Wasser produzieren wir ja auch schon. Um so Dinge zu bauen wie... Fangen wir anders an. Ein Metzger. Ja. So weit runter wie möglich. Das wäre hier. Dann eine Schafzucht hier, eine Schafzucht hier. Okay. Fangen wir mal so rum an. Dann, damit du funktionierst, brauchst du einen Bauernhof, zwei Bauernhöfe und vielleicht auch noch einen dritten. Jetzt muss ich aber gucken. Du hier, du dann hier so und du dann hier so. Ne? Hast du noch genug Platz? Vielleicht eher so? Ah, jetzt habe ich das Ganze schon ein bisschen eingebaut, ne? So. Jo. Ganz gut ausgenutzt. Und dann machen wir das natürlich auch noch für Brot. Aber jetzt sollen sie erstmal das hier bauen. Auch ganz untypisch für mich, dass ich erst da die Fleischproduktion beginne. Naja. So, Steine habt ihr alle weggeräumt. Liegen immer noch Steine rum. Ist ja furchtbar, dass ich Steine hab. Aber das wird sich, könnte sich auch schnell ändern, denn hier ist halt auch nicht mehr so viel. Gut. Das zum Thema. Hier oben ist aber noch jede Menge. Also es gibt eigentlich keine Ressource, die es... Ja gut, Schwefel gibt es bisher nicht. Ha ha ha. Witz. Lass nach. Und so. Ding dong, Kirche. Ja, okay. Das Wasser ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Also wurscht, dann müsst ihr halt auch mal ein paar Meter laufen, ihr faulen Säcke. Und es wäre echt toll, wenn ich da wieder eine... Habe ich die nicht mal als Priorität gesetzt? Natürlich. Jetzt kommen erst... Mein Gott. Es ist schon alles eingeschlafen ein bisschen. Vielleicht sollten wir mal euch mal auf 15, alle auf 15 hoch. Wir haben ja genug Siedler. Beziehungsweise, komm. Wir haben die Hammer und die Schaufeln, dann benutzt sie auch. Okay. Wirst du jetzt fertig gebaut? Natürlich nicht. Es fehlen Steine. Ich habe 104 Steine. Hallo? Priorität. Und danach macht ein Holzlager schon Sinn. Wahrscheinlich macht ein Holzlager auch Sinn, weil die Sägewerke voll sind. Kann der auch direkt fertig bauen? Ich block mir wieder mehr, als ich mir produktiv bringe, ne, mit meinen Prioritäten. Sieht man jetzt hier an dem Lager. Das hätte schon lang fertig sein können. Hier können wir auch mal eine Prio reinsetzen. Da fehlt noch ein Wohnhaus. Ein Lager wird fertiggestellt. Schön, Holz einlagern. Los. Los, los. Und ohne Scheiß, irgendwo möchte ich noch eine Waffenproduktion hinbauen. Daher, liebe Holzfäller, gebt nochmal alles. Und zwar hier. Und du genauso. Denn zu zweit macht ihr doch normalen... Also ins, ja, normal macht... Es ist normal, ja. Ihr macht normal zu zweit mehr weg wie ein Forster,
Es ist knapp, aber er macht mehr weg, wie ein Förster nachforsten kann. Was auch logisch ist, denn Bäume müssen ja erst wachsen. Und das Fällen geht dementsprechend schneller. Wow, laber ich gerade einen Bullshit. Egal, ihr wisst schon, was ich damit sagen wollte. Hoffe ich. So, du hier, dann hier so. Wow, und hier geht aber auch eine Riesenproduktion los. Das heißt wahrscheinlich, dass die Prios alle abgebaut sind. Und der beginnt auch schon Waffen zu bauen. Jetzt muss ich nur gucken, dass deutlich mehr Schwertkämpfer kommen. Ich will schon wieder gehen. Oh Mann, ich geh ins Bett. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? 23.44 Uhr. What? Okay. Wie lange haben wir noch? 20 Minuten. What? Nein. Ach, was soll's. Dann wird's halt wieder Mitternacht. Bitte Kinder, lasst mich schlafen. Die Katapulte können wir mal wegräumen. Also kann ich meine Ritter nicht anvisieren. Und jetzt fehlt die erste Spitzhacke. Okay. Ist kein Ding. Oh, das ist ja hier wieder ganz toll gelaufen. So. Ihr könnt mich kreuzweise, wollte ich sagen. Nee, komm, ihr geht jetzt mal auf den Berg. Genauso wie du. Ich habe hier auch irgendwann mal noch zwei Türme gesetzt, gell? Irgendwann. Und ob ich mich nicht verzockt habe hier mit dieser Schafzucht. Weil die Bauernhöfe einfach keinen Platz haben werden. Aber die brauchen auch weniger Platz, als man denkt, ne? Wird schon irgendwie passen. Wie viele Sensen habe ich eigentlich? Drei. Oh, das trifft sich ja ganz gut. Okay. Oh. Und das Video ist fertig gerendert. Auch gut. So. Das passt schon. Wie schaut es denn hier aus? Ach Gott, das geht ja gar nichts. Das ist ja bestimmt auch schon... Ach, ihr müsst jetzt erstmal graben, na toll. Oh, oh, Maya, bleib bitte weg. Kein Bock und so. Oh mein Gott, greift er mich an? Das wäre ziemlich übel. Wenigstens haben wir schon mal ein paar Waffen da. Es tut sich ja was. Na, es ist ja nicht so, dass sich nichts tut. Hätte ich den einfach nur weiter darüber gesetzt, wäre das alles kein Thema. Doch, dich nochmal abzureißen, ehrlich, mach mal auch. Bam. Mach hier nochmal Platz. Und wir gucken mal, ob wir sie nicht besser setzen können. Natürlich nicht. Ich mache sie lieber hier rüber. Das ist jetzt auch nicht so ein weiter Weg. Schlimm genug, dass jetzt ich mir hier die Wiese kaputt gemacht habe. Diese elende Baustelle. Aber dann können wir auf jeden Fall besser Felder setzen hier. Gut, ist jetzt halt so. Wir bauen jetzt... euch fertig. Das heißt, ich brauche noch drei Spitzhacken. Und jetzt kann ich vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich nicht. Ach, das blöde Eisen. Das kommt auch nie mehr weg, ne?
irgendwo eine Waffenschmiede bauen. Ach, verdammt. Komm, geh du da mal oben helfen. Anders. Wir stoppen einfach geschwind den Förster. Nicht, weil ihr das nicht schaffen werdet. Es dauert mir nur zu lang. Tja, hier drüben, wie ihr seht, seht ihr nicht so viel. Was machst eigentlich du so? Du guckst dann mal hier rein und du so, du guckst dann mal vielleicht hier rein. Gut. Die Minen. Na, Holz, 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 Holz. Jetzt sind auch die Sägewerke leer, aber gut, ihr habt ja auch ein bisschen was gebaut. Also so ist ja nicht. Was ist eigentlich genau mit dem zweiten großen Wohnhaus geworden? Naja, stagniert alles so ein bisschen. Aber nett, nettes Dorf. Boah, wenn ich das als Thumbnail erwische, so vielleicht. 46 Minuten, merkt ihr das? Kann ich mir nicht merken. Egal, das wäre auf jeden Fall nice. Und wir kriegen erste Ritter offensichtlich. Eins, könnte sogar der allererste gewesen sein. Cool, das heißt, wir produzieren irgendwo auch Gold. Ja, da kommt auch schon Gold runter. Jetzt kommt schon. Ihr macht das hier zu dritt. Ich will jetzt was sehen. Holzfäller. Los. Mit dem Vollbesetzen. Ach, ist mir echt egal, ob da jetzt Elite drin ist oder nicht. Macht voll. Keine Ahnung, ob ich überhaupt genug Ritter da habe. Schon passt, ne? Da kommt auch noch ein Elite hoch. Ah ja, so mittelstarke. Da ist sogar ein Elite drin. Passt. Passt. Alles gut. Das sollst du erstmal einnehmen. Diese Festung. Ohne Belagerungswaffen eher nicht so einfach. Ja, mittlerweile kann auch ich was mit der Belagerungswaffen anfangen. Ihr habt es mir schmackhaft gemacht. Und man hat es vor allem in der letzten Mission gesehen, dass ich die drei Türme einfach weggesprengt habe im Nu und überhaupt nichts dabei verloren habe. Wo ist denn hier der Ritter? Da, okay. Na, wie schaut's aus? Ja, gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Handwerker. Nö, du bist ein Holzfäller. Und hier? Nicht, aber hier. Dann hier vielleicht. Und dann hier vielleicht einen neuen Steinmetz. So, jetzt müssen wir immer gucken. Dich können wir eigentlich abreißen, ne? Ihr habt's bald. Ich muss keine Spitzhacken oder sowas produzieren, weil ihr geht dann nahtlos beide da hoch. Aber ich habe ja noch. Nö, ich habe überhaupt keine Steine mehr. 635, also das nimmt auch deutlich ab. So, ja, das sieht doch schön aus jetzt hier. Gut. Wenn da nicht die Siedler alles wieder blattrampeln würden. Naja. Kann ja nicht alles haben. Jetzt wollte ich, habe ich schon gejubelt, dass ich wieder 50 neue Siedler kriege. Nö, krieg ich nicht. Haben hier schon ein bisschen Elite. Ja, tut sich auch was. Wunderbar. Okay. Wieder Kohle, wieder Eisen. Wahnsinn. Und trotzdem hakt die Produktion ein bisschen. Ich bin halt einfach schlecht. So, weiter.
Und wie schaut's denn jetzt aus? Kann ich jetzt endlich diese gottverdammte... Ja. Gut, danke. Geht doch. Dann darfst du hier wieder hier deiner Produktion zurück. Du darfst hier rüber. Du darfst weitermachen. Du darfst hier rüber. So. Fehler ausgebügelt. Hat ja nur 51 Minuten und 4 Sekunden gedauert. Wir noch angeln, nö, aber wir könnten doch. Ah ja, mit dem Fisch ist hier so eine Sache, ne? Hier vielleicht. Angel. Ich könnte auch mal. Jetzt ist das große Wohnhaus fertig. Ich könnte auch mal. Heute ist der Tag an. Der Tag des Fadenverlierens, ist euch schon aufgefallen. Ich könnte auch mal... Verdammt, was wollte ich sagen? Was wollte ich tun? Was wollte ich machen? Wieso sind hier keine Waffen mehr? Wieso habe ich keine Kohle mehr? Okay, mir fehlt Nahrung. Ach, was wollte ich tun? Ich weiß es nicht mehr. Es ging... Ach so. Schaufeln produzieren und mal 10 Stück. Genau. Mach einfach mal. So, findet keine Steine mehr. Das war irgendwie zu erwarten. Genauso wie der andere. Du dann hier oben deine neue Heimat findest. Na? Und hier haben wir einen Gegner. Das heißt, wir expandieren jetzt mal so weiter. Du dahin, du ciao, du dahin. Keine Steine mehr, sag bloß. Boom. Der ist schon fertig. Gibt schon ein bisschen Fleisch, ne? Ich glaube, der könnte sogar noch eine dritte Schaffarm bauen. Warum machen wir es nicht einfach? Muah. Das Ding ist halt auch, wo mache ich denn dann die nächste Produktion hin? Die habe ich jetzt den Auftrag gegeben, hier mal ein bisschen frei zu machen. Dann können wir doch eigentlich auch mal Bäcker setzen und solche Sachen. Komm, einen hier hin. Und einen hier hin. Und die Windmühle. Die machen wir dann hier hin. Und dann hätte ich gerne hier einen Bauernhof. Und der darf nach hier. Und hier einen Bauernhof. Geht das noch? Ja. So. Und ganz cool wäre hier noch... kommt vielleicht noch, wenn die Bäume weg sind. Dazu dann bitte 2 Sensen. Oh Mann, habe ich viel im Bau. Und sicherlich macht hier oben ein Wasserwerk auch noch Sinn. Ja. Gut. Prio könnt ihr dem hier geben. Alter, also Wald habe ich auch ein bisschen. Was ist hier hinten? Warum mache ich das eigentlich? Ich kann mir das voll sparen, ne? Ich will einfach die Römer. Ich will die ganze Karte einnehmen. Ist halt so. Punkt. Mir doch egal. So. Nee. Okay, es fehlt einfach an Kohle, weil ich keine Brote habe, und das ist wahrscheinlich auch mein Grund gewesen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, warum ich erst immer auf Brotproduktion gehe, weil Brot besser für Kohle ist und
Fleisch eigentlich nur vereisen? Naja, und Gold braucht Fisch. Das Hammer. Zumindest ein bisschen. Der da hinten ist auch schon fertig. Bist du auch schon besetzt? Nein. Was haben wir denn hier Angeln rumliegen? Angeln, Schaufeln. Mach mal 5 Pioniere. 1, 2, 3, 4. Wo ist Nummer 5? So, die Steine sind wie back in business. Okay, das ist ein bisschen größer hier als gedacht. Aha. Ich glaube aber hier ist das Weltwunder. Und gehen wir mal hier weiter. An das andere kommen wir so nicht einfach so ran. Ein Hammer, okay. Auch kein Problem, wollte ich sagen. Aber wenn ich nicht langsam Kohle kriege, ist es ein Problem. Deshalb stagniert natürlich auch wieder meine Ritterproduktion total. Das ist nicht viel, was ich hier habe. Also wenn er mich angreift, wobei das schwierig ist für ihn, ne? Ohne Belagerungswaffen. Aber ich würde schon so einen halben Herzinfarkt würde ich bestimmt kriegen. Hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Und schon läutet die Glocke. Gott, geh weg, ey. Egal. Weiter. Hierhin. Oh, ich habe hier auch Platz ohne Ende. So. Können wir jetzt hier noch einen Bauernhof hinbauen? Jupp. Wo habe ich dich hingesetzt? Platztechnisch, dann kannst du dich schön auch hier ausbreiten. Ja, so vielleicht. Und dann gibt es halt noch eine Spitzhacke. Und das sollte doch jetzt auch eine krasse Nahrungsproduktion sein. Bilde ich mir zumindest ein. Holz- und Steinlager sind leer, ja. Hier, die Bäckerei wird auch fertig. Die Schafzucht hier wird auch fertig, die produziert schon. Ja, aber wie gesagt, der Metzger hat nie viel zu tun. Ist ja nicht so, dass er mal zwei Schafe gleichzeitig kriegen würde. Also gehen bestimmt drei Schafzuchten, oh, deutsche Sprache, schwere Sprache, auf eine Metzgerei. Geil, und jetzt habe ich hier oben auch noch eine Glocke ständig, weil die sich auch bewegen. Oh, könnt ihr sogar bauen? Na sowas. Wie unerwartet. Also wirklich unerwartet. Ich habe gedacht, es sind 4 Türme und das war's. Weil die Maya-Mission, die Weltwunder zu setzen, die war schon fast unverschämt einfach. Sagen wir es mal so. Hier sind 2 nervige Bäume. Weg damit, bitte. Null Uhr. Toll. So lange wollte ich gar nicht zocken. Egal. Das ziehen wir jetzt noch durch. Es wird ja schon gleich wieder eine Speichermeldung kommen. Nein, es war eine Hammermeldung. Hammer, hammerhart. Was trinken. So. War übrigens nur Wasser heute. Und wir haben ja zum Dank dafür seit 30 Minuten nicht gespeichert. Okay. Ich belasse es damit für heute und gehe jetzt pennen. Speichern
In diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Toll, dass ihr da seid. Toll, dass ihr noch Bock auf Siedler habt, obwohl das Spiel ja schon 20 Jahre alt ist, beziehungsweise 19 Jahre zum Stand dieser Aufnahme. Ach, ich feiere es, wie gesagt, nach wie vor und finde es toll, dass ihr dabei seid. Jetzt fliegen wir nochmal kurz über unsere Stadt, unsere grandiose Stadt hier, unsere Nahrungsproduktion, unsere Bauernhöfe. Zoomen wir nochmal raus. Cool. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.